Die Saison ist zu Ende, die allermeisten Bayern-Spieler haben ihren wohlverdienten Urlaub angetreten, auch wenn er in den meisten Fällen aufgrund der Weltmeisterschaft eher kurz ausfallen wird. Und doch sind einige Spieler des FC Bayern noch in München anzutreffen. Manuel Neuer trainiert zum Beispiel an der Säbener Straße in Vorbereitung auf das anstehende Großturnier in Russland. Und auch Jerome Boateng weilt noch in München. Heute besuchte Bayern Münchens Abwehrchef die Erlebniswelt in der Allianz Arena und hatte ein ganz besonderes Geschenk dabei. Ich glaube, es ist was ganz Besonderes, hier die Deutsche Meisterschaft erstens in München feiern zu dürfen und dann auch die Schale hier ins Museum zu bringen, ist eine große Ehre für mich. Ich glaube, es ist immer ein ganz besonderer Titel, weil das ist der Titel, den du am Ende der Saison hast, 34 Spieltage, den du dir erarbeitest. Auch wenn die Saison mit dem verlorenen Pokalfinale mit einer Enttäuschung endete, so erlebte der FC Bayern unter Jupp Heynckes doch eine insgesamt gute Saison, in der die Mannschaft den wichtigsten Titel gewinnen und die 6. Meisterschaft in Folge feiern konnte. Ich glaube, gerade nach der letzten Saison müssen die Ziele genau sein wie davor, alle Titel anzugreifen. Bayern ist einer der besten Mannschaften der Welt. Und das muss immer als Ziel vorgegeben sein, mit dem Kader, mit der Qualität. Wir sind in der Champions League wieder unglücklich sehr knapp ausgeschieden. Und im Pokal haben wir uns selber zu verschulden, nicht genug getan. Aber sind deutscher Meister, aber das ist zu wenig für den FC Bayern. Morgen, am 23. Mai, jährt sich Bayern Münchens vorletzter Champions League-Triumph. Der legendäre Sieg im Elfmeterschießen gegen den FC Valencia zum 17. Mal. Grund genug, einen der wichtigsten Tage der Vereinsgeschichte noch einmal hautnah zu erleben. Auf den Social-Media-Kanälen des FC Bayern werden die Uhren morgen auf den 23. Mai 2001 zurückgedreht, damit die Fans des FC Bayern diesen unvergesslichen Tag noch einmal ausgiebig nachempfinden und genießen können. Der Champions-League-Finaltag gipfelt dann ab 20.45 Uhr standesgemäß in der für alle frei empfangbaren Übertragung des Finalspiels von 2001 auf FC Bayern TV Live.